In diesem Video hier sprechen wir über alle Fakten, die du über Titanus Tiamat oder eben den Titan Tiamat wissen musst. Wenn du dich fragst, wer Tiamat wirklich ist, sie hat einen ganz kurzen Auftritt in Godzilla Kong The New Empire, als sie gegen Godzilla kämpft und eben auch in dem ein oder anderen Comic. Ich werde jetzt hier mal die gesamte Story und Details von Tiamat für dich zusammenfassen. Ganz wichtig aber ja, es wird hier Spoiler geben zu sämtlichen noch kanonischen Comics zu Monsterverse und logischerweise auch zu Godzilla Kong The New Empire. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Tiamat ist einer der neuen Titanen, der extra von Legendary für das sogenannte Monsterverse entwickelt wurde und hat tatsächlich ihren ersten Auftritt, ja, ihren Tiamat ist ein Weibchen, in Godzilla King of the Monsters. Tatsächlich da aber einfach nur auf so einem Monitor, denn Monarch ist tatsächlich die Organisation gewesen, die Tiamat damals entdeckt hat. Und nach der Entdeckung des Titanen hat man um Tiamats Bereich, um sein Areal herum, die Area 53 errichtet. Also das Areal 53, das wird dann später im Verlauf des Videos hier nochmal wichtig. Den allerersten richtigen Auftritt, also ein Auftritt, wo man dann auch wirklich Tiamat zum ersten Mal bildlich sehen konnte, hatte der Titan im Comic Godzilla Dominion. Jetzt wollte ich gerade schon fast Jurassic World Dominion sagen. Nein, in Godzilla Dominion. Das ist ein Comic, der zeitlich zwischen Godzilla King of the Monsters und Godzilla vs. Kong spielt. Das richtige On-Screen-Debüt hat dann Tiamat allerdings erst mit dem Film Godzilla Kong The New Empire bekommen, den wir auch im Kino betrachten konnten. Der Name Tiamat ist der Name einer babylonischen Göttin aus der babylonischen Religion. Einer Göttin, die laut eben diesem Mythos das Salzwasser verkörpert und damit das Gegenstück vom sogenannten Apsu ist. Er ist ein Gott aus dieser selben Religion, der das Süßwasser repräsentieren soll. Da man sich jetzt hier schon Tiamat für das Monsterverse geschnappt hat, könnte es auch ganz gut sein, dass wir in naher Zukunft auch nochmal Apsu als Kaiju oder eben Titan-Variante sehen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das Design von Tiamat unterscheidet sich ein wenig vom Comic zum Film. Also da haben wir andere Designs, obwohl es hier derselbe Titan sein soll. Das könnte man jetzt hier wieder irgendwie ankreiden und als Logikfehler deklarieren. Aber die Designunterschiede sind jetzt auch nicht so gravierend, also das passt dann schon im Groben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal auf das Design ein und beginnen erstmal mit dem Design von Tiamat im Comic Godzilla Dominion. Im Comic wird Tiamat als gigantisches Schlangenwesen dargestellt, welches hellblau gefärbt ist. Tiamats Schuppen können violett leuchten, beziehungsweise leuchten diese Schuppen violett, wenn Tiamat angreift. Das Ganze ist so eine kleine Referenz ebenfalls an Godzilla und auch an andere Titanen, wie zum Beispiel auch Shimo, wo man ebenfalls sieht, dass diese Titanen ein Leuchten bekommen am Körper, wenn sie einen Strahl oder ähnliches auf ihre Feinde abschießen. Die Schuppen von Tiamat sind gezackt und haben eine messerartige Form. Ebenso sind sie sehr widerstandsfähig und scharf, um den weichen Körper vor Angriffen zu schützen. Der Schädel von Tiamat erinnert an einen großen Drachen mit gelben Augen. In der Nähe des Kopfes sitzen außerdem zwei flügelartige Flossen. Das war jetzt hier das Design des Titanen, eben wenn man das Ganze aus dem Comic übernimmt. Und jetzt besprechen wir, wie das Design von Tiamat im Film wirklich dargestellt wird. Ich meine, ja, noch einmal, Spoilerwarnung müssen wir jetzt auch nicht mehr rausgeben. Komm, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wir gehen jetzt hier auf Tiamat im Film Godzilla Kong The New Empire ein. Der Film gab Tiamat nämlich ein anderes Design als noch in den Comics. Tiamat im Film ist dunkelgrün gefärbt und hat zahlreiche violette, gezackte Flossen. Diese Flossen befinden sich in diesem Fall allerdings über den gesamten Körper verteilt. Der Titan besitzt vier Krallenglieder, die im Comic ebenso fehlen. Der Schädel ähnelt noch immer dem eines Drachen, der von gelben Rüschen umgeben ist, die sich je nach Stimmung öffnen und falten können. Das sehen wir zum Beispiel auch im Film, dass Tiamat eben, wenn sie angreift und quasi aggressiv wird, dass sich dann eben diese Rüschen auch öffnen, quasi wie so Nüstern bei einer Schlange. Im Gegensatz zum Comic hat Tiamat außerdem einen leuchtenden Rand an sämtlichen Flossen und das wurde definitiv im Film dazu gedichtet, weil das schon ziemlich cool ausgesehen hat. Das Design von Tiamat im Film war schon unglaublich geil, gerade eben, wenn man dann den Kontrast sieht zu diesen dunklen Wassern, zu diesem dunklen Gewässer, irgendwo in der Arktik war es, glaube ich, gewesen, und Tiamat leuchtet dann ebenso schön. Das war auf jeden Fall eine clevere Designentscheidung und ich muss wirklich sagen, ich habe euch ja hier mal Bilder eingeblendet gehabt, sowohl vom Comic als auch vom Film. Ich fand Tiamat im Film tatsächlich um einiges schöner, als er eben noch im Comic dargestellt gewesen ist. Aber das ist eben nur meine Meinung dazu. Vergleichen wir hier ebenfalls mal das Gebrüll des Titanen und ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das jetzt machen soll, aber es gibt tatsächlich laut offiziellen Angaben
haben, einen Unterschied zwischen dem Gebrüll im Comic als aber auch dem Gebrüll im Film. Jetzt fragt ihr euch, wie soll man das denn bitte feststellen? Bei dem einen wird das Gebrüll ja wohl nur als Brüllen beschrieben, bei dem anderen hat man es ja wirklich gehört. Und ich werde jetzt hier versuchen, das Gebrüll so nachzustellen, wie es offiziell kanonisch beschrieben ist. Denn wir haben hier eine Angabe, dass Tiamats Gebrüll, dass sich Tiamats Gebrüll im Comic wie folgt angehört hat. Ich glaube, das war relativ akkurat. Es wird hier zumindest eben einfach so beschrieben. Ich habe es hier gerade mal eingeblendet. Im Film währenddessen, und das wird hier wirklich als Unterschied zum Comic beschrieben, da stößt Tiamat eher einen trällernden Schrei aus. Und ja, das können wir definitiv bestätigen. Die von uns, die den Film schon gesehen haben, das passt von der Beschreibung her. Dieses Trällern, das ist wirklich in seiner Stimme. Aber das... das war zumindest im Film nicht so. Deswegen, da haben wir noch einen kleinen Unterschied. Ja. Kann man drüber wegsehen, ist aber einfach eine ganz nette Info für zwischendurch. Sprechen wir nun mal über Tiamats Persönlichkeit oder eben über die Charaktereigenschaften des Titanen. Tiamat ist sehr territorial und kämpft mit anderen Titanen um die Vorherrschaft. Ja, tatsächlich sieht sich Tiamat selber als direkten Konkurrenten zu Godzilla an, was ja im Endeffekt dann nicht ganz so gestimmt hat, weil es ist nicht ganz so gut ausgegangen. Ich meine, das, was wir im Film gesehen haben, war der zweite Kampf gewesen. Wir gehen gleich nochmal auf den ersten Kampf ein, aber auf jeden Fall ja. Tiamat wollte im Endeffekt die Rolle unter den Titanen einnehmen, die Godzilla dann aber eingenommen hat, also quasi The King of the Monsters, König der Titanen, das große Alpha. Ich glaube, da hätten wir generell schon mal ein Problem, weil als großes Alpha, da hast du kein Gebrüll, das sich anhört wie... Glaubt, das wäre eh nicht, das hätte nicht funktioniert. Als Tiamat im Comic Godzilla Dominion dann aber das allererste Mal gegen Godzilla verliert, da entdecken wir auch eine relativ interessante Eigenschaft an Tiamat selber. Denn sie weiß ebenfalls, original und offiziell im Kanon auch niedergeschrieben, wann sie aufzugeben hat. Da mag man jetzt meinen... Moment, aber im Film ist doch, auf den Film kommen wir noch zu sprechen, im Comic auf jeden Fall ist das so gewesen, dass Godzilla Tiamat tierisch fertig gemacht hat und danach hat sich Tiamat Godzilla fürs Erste unterworfen. Das heißt, Tiamat ist irgendwie so ein Yin und Yang, es gibt quasi keine Grauzone bei den Launen von Tiamat, sie ist entweder sehr aggressiv oder eben direkt unterworfen und ja, aufgrund der hohen Aggressivität wurde Tiamat auch von Monarch als Zerstörer-Titan einkategoriert. Der Grund, warum Tiamat übrigens in Godzilla Kong sterben musste, ist, weil Tiamat ebenfalls als sehr stur eingestuft wird. Und ja, laut offiziellen Angaben hat Tiamat sich in Godzilla Kong einfach stur geweigert, Godzilla seine über Jahre hinweg angesammelte radioaktive Macht zu übergeben. Und deswegen musste sie dann eben von Godzilla getötet werden, damit dieser ihr die Energie aussaugen kann. Was lernen wir daraus? Man muss auch einfach mal nachgeben können. Der Klügere gibt nach, der Dümmere, der wird dann eben absorbiert. Außerdem habe ich jetzt auch noch ein paar sehr interessante Nebenfakten, bei denen ich jetzt keine große Kategorie der Fakten mehr für gefunden habe. Das sind auf jeden Fall jetzt noch 3 Stück, glaube ich, die wir hier noch besprechen sollten, die auch relativ interessant sind, um das Wesen Tiamat ein bisschen besser zu verstehen. Laut offiziellen Angaben lebte Tiamat bereits vor Äonen und ich weiß, das ist jetzt keine wirklich konkrete Zeitangabe, die ist aber auch relativ irrelevant, denn bei dieser Zeitangabe geht es darum, dass hier beschrieben ist, dass Tiamat vor Äonen einen Kong der Kong-Spezies tötete, als dieser es gewagt hat, in ihr Territorium einzudringen, denn das Tiamat sehr territorial, das habe ich ja bereits erwähnt und aufgrund dieses Verhaltens ist eben ein Kong der Aggressivität von Tiamat zum Opfer gefallen. Ich finde es einen sehr netten Fakt, das heißt jetzt nicht, dass Tiamat direkt stärker gewesen wäre als Kong, obwohl Kong auch in Godzilla Kong wieder, glaube ich, fast keinen Kampf ohne Hilfe gewonnen hat, außerdem gegen Godzilla und ja, den hat er gewonnen, aber ansonsten braucht Kong ja bei allem Hilfe, deswegen könnte es auch ganz gut sein, dass Tiamat wirklich auch für Kong eine Gefahr gewesen wäre. Wir werden es nie erfahren, denn naja, Tiamat wurde in Godzilla Kong von Godzilla getötet. Monarch hat den Titan in den USA, genauer gesagt in Georgia, entdeckt und dort wurde ein Außenposten, das habe ich vorhin schon ganz kurz erwähnt, mit der Nummer 53 um das Territorium von Tiamat herum errichtet. Und Tiamat ist daraufhin auch ganz cool geblieben, weil das Territorium wurde ja quasi nicht beschritten, es wurde ja alles drumherum gebaut, das heißt, da war alles cool. Allerdings gab es dann den Fall, dass Ghidorah aufgetaucht ist. Und ja, Ghidorah war, nachdem dieser Titan erschienen ist,
der ultimative Alpha auf der Erde gewesen. Und wir haben die Szene im Film gesehen, Godzilla King of the Monsters, als Ghidorah dann sämtliche Titanen zu sich ruft, beziehungsweise klar macht, ich bin jetzt hier der neue Alpha. Und genau in diesem Moment ist Tiamat durch dieses Areal 53 hindurchgebrochen und hat sich auf den Weg gemacht, sich Ghidorah zu unterwerfen. Das Ganze kam allerdings dann nicht zustande, weil Tiamat nicht schnell genug vor Ort gewesen ist, um sich eben noch an dem Kampf der Titanen zu beteiligen. Inzwischen weiß ich aber auch ungefähr, oder ich kann verstehen, warum man diesen Kampf in King of the Monsters als zweiter Titanen-Weltkrieg betitelt. Wir haben ja den ersten Titanen-Weltkrieg in der Hohlerde unten gehabt. In Godzilla Kong wurde der dritte ja verhindert. Das wurde offiziell so dargestellt. Das wurde offiziell so niedergeschrieben, dass man im dritten Film den dritten Titanen-Weltkrieg verhindert hatte. Und der zweite Titanen-Weltkrieg ist laut offiziellen Angaben der Kampf gegen Ghidorah. Das macht für mich jetzt auch Sinn, da Ghidorah ja wirklich die Titanen auf seine Seite gezogen hat. Und diejenigen, die da eben nicht mitmachen wollten, haben dann wirklich gegen ihn gekämpft. Das kam jetzt im Film gar nicht mal so extrem rüber, aber wenn man eben diese Hintergrundinfos hat, dann passt das dann doch irgendwie auch schon als großer Titanen-Weltkrieg. Das kann man schon so akzeptieren. Ja, Tiamat kam also zu spät zum Kampf, hat deswegen auch nicht mitbekommen, wie Godzilla Ghidorah getötet hat und hat ihn auch deswegen nie als neuen Alpha akzeptiert. Aus diesem Grund ist Tiamat dann eben auch immer wieder gegen Godzilla gegangen, beziehungsweise zweimal. Bei einem Kampf hat er sich dann untergeordnet, beim ersten im Comic Godzilla Dominion, im zweiten Kampf dann ist das Ganze nicht ganz so gut ausgegangen. Ich meine, der zweite Kampf ist von Godzilla ausgegangen, aber wie gesagt, Godzilla hätte auch einfach nur die Energie von Tiamat übernehmen können, ohne Tiamat dabei zu töten, ist eben nicht passiert. Tiamat wollte seine Macht eben nicht abgeben, weil sie ebenfalls auch sehr darauf aus war, das neue Alpha zu werden. Und deswegen kam dann eben eins zum anderen und Tiamat wurde von Godzilla vernichtet. Das war's jetzt hier mit dem Infovideo über Titanus Tiamat. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir alle deine Gedanken dazu mal in die Kommentare unten rein. Wenn ich sowas mal öfter machen soll, dann sagt mir das auf jeden Fall. Ich hatte schon mal vor ewiger Zeit den sogenannten Kaiju-Katalog begonnen. Da haben wir auch schon Titanen wie Trespasser aus Pacific Rim oder andere besprochen gehabt. Das kann man jetzt damit gerne auch wieder mal hier und da aufleben lassen. Allerdings macht das wirklich am meisten Sinn bei Titanen, die in Filmen vielleicht nicht so wirklich dargestellt werden, obwohl sie eigentlich sehr wichtig sind, die aber dafür vielleicht im Comic sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Deswegen kann ich schon mal ganz kurz vorwegnehmen, ja, es kommt auch noch ein Video über Titanus Skylar oder Skylar, wie ich sie jahrelang genannt habe, oder zumindest wochenlang. Das kommt auf jeden Fall auch noch. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Und zwar klingt der Schrei von Titanus... Nee. Und zwar klingt der Schrei von... mir fällt der Name nicht ein. Und das sah im Film schon relativ cool aus und ich kann mir vorstellen, dass ich das vielleicht aus dem Comic... Nee, keine Ahnung. Scheiß drauf.